Genau, Okay. so. Dann beamen wir uns einmal kurz weg. Und dann habe ich auch die Ehre, das Ganze jetzt einmal übernehmen zu dürfen. Und dann starten wir auch mal von der Vorrede in der Tat in den realen Content mit rein. Der Titel sagt ja so schön, flexibel produzieren mit Hilfe von KI und IoT. Und bevor wir uns da wirklich mal mit reinstürzen, stellen wir uns erstmal die Frage, warum brauche ich das überhaupt? Wieso muss ich mir die Frage mitstellen? Warum muss ich mich mit dem Thema mit beschäftigen? Was steht dahinter? Dahinter steht im Grunde unsere Kundenbedarfe. Unsere Kundenbedarfe, die tendenziell immer volatiler mit werden. Produkte werden spezifischer, Varianten werden reicher. Varianz der Produkte geht bis ins Unendliche letztendlich. Und ich habe immer mehr die Schwierigkeit, natürlich, der Kunde, die Erwartung des Kunden ändert sich, wird größer. Und wir kommen genau in diese Erwartungshaltung von Wow und Now, sprich, ich möchte ein Wow-Produkt, was genau für mich als Kunde mitpasst und möchte es natürlich Now sofort mit haben, damit ich sofort nutzen kann. Jetzt gibt es natürlich, wenn man mal so ein bisschen in die Theorie schaut, zwei verschiedene Varianten, wie ich das mitmachen kann. So der gute alte Klassiker ist natürlich das ganze Thema Make to Stock. Sprich, ich glätte letztendlich meine volatilen Kundenbedarfe dadurch, dass ich meine Produkte in ein Lager mitfahre, im Lager genug vorrätig habe von meinen Produkten und die Flexibilität dadurch generiere, dass ich meine Vorratshaltung habe und direkt ab Lager lieferfähig bin. Vorteil des Ganzen ist natürlich, ich kann meine Produktion wunderbar optimieren. Auf einen Gleichtakt, auf einen gleichmäßigen Fluss, auf ein konsequentes, optimiertes, gleichmäßiges Produzieren. Habe allerdings den großen Nachteil, meine Flexibilität erkaufe ich mir durch Lagerfläche. Das ist natürlich alles andere als günstig und kompliziert, beziehungsweise wie wir wie auch in variantenreiche Produkte gucken oder Losgröße 1 Produkte, ist es de facto unmöglich. Da kann mein Lager noch so groß sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passende Produkt dabei ist für meinen speziellen Endkunden, ist dann doch recht gering. Sodass wir dann doch immer mehr und immer verstärkt, wir sehen es auch bei unseren Kunden, in Richtung Make-to-Order-Szenarien gehen, sprich, ich produziere direkt nach Kundenbedarf. Wo liegt da die große Herausforderung? Ich aber versuche halt nicht, es mir alles ins Lager mitzupacken, sondern meine Volatilität der Kundenbedarfe schlägt de facto direkt auf meine Produktion mit durch. Ich muss in der Lage sein, meine Produktionskapazitäten im Zweifel hoch und runter zu fahren, möglichst flexibel auch auslasten zu können, damit ich dann wirklich meinen Kunden entsprechend schnell mit bedienen kann. Und da kommt auch wieder das Now und Wow-Phänomen mit durch, dass ich halt nicht abpuffern kann, sondern mit meinem kompletten Wertschöpfungsprozess in der Lage sein muss, das abzudecken. Genau dieses Szenario werden wir uns heute mal mit schnappen. Auf das schauen wir mal mit drauf und schauen auch im Rahmen der Demo, die wir nachher sehen werden, wirklich in das System mit rein. Wie kann ich das erreichen? Wie hilft mir Digitalisierung, um hier besser zu sein und die Volatilität in meiner Produktion sinnvoll und gut abdecken zu können? Bevor wir da weitermachen, kommen wir in der Tat noch mal zu einer nächsten Frage. Und zwar, wie sieht es denn bei Ihnen mit aus? Einfach damit wir mal eine Einschätzung bekommen, wie sich jetzt die Teilnehmer mit zusammensetzen, die jetzt hier mitmachen. Sprich, die Frage lautet, wie produzieren Sie denn in Ihrem Unternehmen? Haben Sie größtenteils wirklich noch Make-to-Order oder haben Sie Make-to-Order? Sind Sie schon umgestellt auf variantenreich? Sind Sie noch im Bereich Make-to-Stock? Was wir auch ganz oft sehen, ist der klassische Mix zwischen beiden. Und wer sich nicht sicher ist, darf auch das in der Tat mit einmal mit ausdrücken, sodass Ulf, ich würde dich jetzt bitten, einmal die Umfrage mit freizuschalten, dass wir da ein Meinungsbild mitbekommen. Die Umfrage läuft schon. Es ist schon ein ganz klares Bild. Wir können noch mal eine Sekunde warten, aber ich glaube, es wird sich an der Dominanz jetzt hier nicht mehr so viel ändern. Insofern. Magst du das bitte mal souffieren, weil ich sehe in der Tat die Umfrage nicht. Okay, wir haben jetzt einen Mix Make-to-Order mit 21%, 4% Make-to-Stock, 67% ein Mix aus beiden und 8% ich bin mir nicht sicher. Das ist in der Tat ein sehr klares Bild, was sich damit rausstellt. Das ist aber, ich sag mal, wenig schockierend. Denn das ist in der Tat das, was wir auch ganz normal von unseren Kunden
an der Stelle schon mit kennen. All das, wo ich Bedarfe mit glätten kann, bleibe ich im Make-to-Stock-Bereich mit rein, weil ich dort halt besser, einfacher optimieren kann. In der Regel sind es die Endprodukte, die ich dann entsprechend im Make-to-Order-Verfahren mit rausjage, um da entsprechend den Bedarf meiner Kunden befriedigen zu können. Von daher, das entspricht auch meiner Erwartungshaltung. Das Schöne ist auf jeden Fall, ich brauche zu dem Szenario nicht viel mehr zu erzählen. Die meisten von Ihnen kennen es an der Stelle. Das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir doch mal in den nächsten Schritt mit hinein und schauen mal ein bisschen mehr auf das Thema, was bedeutet es, diese Balance zwischen der Lieferfähigkeit und dem Maschinenausfall mit zu erlangen? Und die Frage, die sich in Wirklichkeit dahinter mit stellt, ist letztendlich, ich habe Schwierigkeiten, durch normale Planungsmöglichkeiten das auszubalancieren bzw. festzustellen, kann ich es denn liefern, weil die Volatilität mit durchschlägt. Das heißt, im Falle von Hochauslastung stelle ich mir in der Regel dann immer wieder die Frage, kann ich denn durch Auslastung und Ausreizung der Fähigkeiten meiner Maschinen, meiner Anlagen, meinen Kundenbedarf noch mit erfüllen? Sprich, funktioniert es, meine Anlage schneller zu laufen? Wenn ja, wie viel kann ich sie schneller mitlaufen? Und werde ich auch wirklich durchproduzieren können, wenn ich sie mit schneller mitlaufe? Oder habe ich die Gefahr, dass ich da in Ausfälle mit hineinlaufe? Das ist genau die Schwierigkeit. Wenn man das Ganze mal anfängt, wirklich durchzudenken, dann zieht sich diese Schwierigkeit, diese Herausforderung durch den gesamten Prozess. Sprich, es beginnt im Bereich der Planung, wo ich ja die Frage beantworten muss, kann ich meinen Kundenbedarf mit erfüllen? Das heißt, ich habe in der Regel eher wirklich eine Ad-hoc-Planung. Wenn der Kundenbedarf mitkommt, muss ich die Planung mit durchführen, eine Antwort auf diese Frage mitliefern. Wenn ich das mitmachen möchte, dann brauche ich natürlich auch einen Bezug zu meiner Maschinenleistung. Ich brauche auch einen Bezug zu meiner Ausfallwahrscheinlichkeit. Denn wenn ich nicht weiß, wie meine Maschinenleistung aussieht, wie ausgereizt die Maschine mit ist, was dann noch mit möglich ist an wirklich direkten Parameterumstellungen, kann ich natürlich auch nicht beantworten, ob ich die Maschine weiter ausreizen kann. Wenn ich nicht weiß, wie die Ausfallwahrscheinlichkeit mit ist, sprich auch in wirklich Vorhersagelogiken mit reinschauen kann, ist es natürlich extrem schwierig zu sagen, fahr die Maschine mit hoch. Aber wenn sie mir in ein paar Stunden deswegen ausfällt, habe ich auch nichts gewonnen. Mein Kunde genauso mit enttäuscht von mir wie vorher. Das heißt, was haben wir da an der Stelle? Und da ist genau der erste Teil des KIs, der schon mit reinspielt. Wir verbinden im Grunde ein Stück weit Planung auf MES-Ebene. Das heißt, wir sparen einmal den ERP-Planungsteil hier an der Stelle aus, um die Komplexität ein bisschen zu verringern. Haben wir wirklich unsere Einplanung des Auftrags auf die Maschine in Kombinationsgesetz wirklich mit Live-Maschinendaten und auch einer Abnutzungssimulation, sprich das wirklich ein physikalisches Modell der Maschine im Hintergrund, das uns dann berechnet, bei welcher Geschwindigkeit der Maschine welche Abnutzung letztendlich stattfindet und wie sich das auswirkt auf eine Ausfallwahrscheinlichkeit und wann der nächste Ausfall mit droht. Damit ich auch hier schon ganz vorne in der Lage bin zu sagen, kann es funktionieren? Ja, nein, vielleicht. Dann geht es natürlich weiter, wenn ich geplant habe, will ich fertigen, sprich, wir werden auch wirklich in das ganze Thema MES einen Blick hinein mitwerfen und werden da auf die Themen schauen, Auftragsdaten erfassen. Ich brauche in aller Regel ein Stück weit Traceability natürlich. Ich brauche natürlich Transparenz auch über meinen Auftragsfortschritt, sodass wir auch da genau in diese Perspektiven reinschauen, Einzelteil Rückverfolgbarkeit von unserer automatisierten Anlage, aber auch das ganze Thema Live-Auftragsfortschritt. Auch hier ist wirklich die Prognosefunktion gleich wieder mit drin, beziehungsweise eine Verprüfungsfunktion, bin ich denn weiterhin noch pünktlich? Denn es ist zwar schön, dass ich vorne gesagt habe, ja, kann ich schaffen, wenn ich es im weiteren Verlauf der Produktion nicht prüfe, nützt es mir am Ende auch nichts. Und als letztes schauen wir natürlich dann auch nochmal in das Bindeglied des Ganzen mit rein, in unser Asset Management. Sprich, das Ganze dreht sich relativ viel ja um unser Asset, was die Leistung erbringt, was wir brauchen, um das Produkt herzustellen. Das ist da wirklich unser Kernelement, was die verschiedenen Prozesse und Funktionen miteinander mit verbindet. Im Grunde spielt hier auch das ganze Thema digitaler Zwilling mit hinein. In unserem Asset Management System ist unser digitaler Zwilling der Anlage mit abgebildet. Dieser digitale Zwilling
ist letztendlich über IoT-Daten verbunden, zieht Live-Kenndaten mit hinein und Anlagenparameter. Dieser digitale Zwilling ist auch verbunden mit unserer Anlagensimulation, diese Verhaltens- und Abnutzungssimulation, die uns die Vorhersage mitschafft im Bereich der Planung, aber natürlich kontinuierlich auch auf die Live-Auslastung und Live-Parameter der Anlage mitschaut und zu sagen, wie gut geht es mir gerade? Wann droht vermutlich der Ausfall? Sodass wir hier auch wieder eine saubere Brücke mitschlagen können in Richtung der Integration von Wartungsmaßnahmen. Droht ein Ausfall, muss ich reagieren können. Versuche natürlich, die möglichen Folgen abzumildern oder zumindest bereit zu sein, mich entsprechend diesen Ausfall zu beheben. Sprich, ich habe gerade das Thema digitaler Zwilling nochmal mitgebracht. Der digitale Zwilling ist wirklich unsere Grundlage, um diese Funktionen von künstlicher Intelligenz zur Anlage, Live-Daten der Anlage durch IoT an der Stelle aufzunehmen, das digitale Abbild der Anlage mit darzustellen, aber auch digitalisierte, standardisierte Schnittstellen. Und so können wir dann damit wirklich die Prozesse in den verschiedenen Systemen harmonisieren, weil wir dort die gleichen Stammdaten haben. Wir haben einen vereinheitlichten Prozess, wir haben vereinheitlichte Schnittstellen. Von daher, unser Ansatz ist da in der Tat, flexible Produktionskapazitäten brauchen da einen digitalen Zwilling. Jetzt habe ich auf einmal das magische Stichwort digitaler Zwilling nochmal mit aus dem Hut mitgezaubert. Auch da hätten wir gerne nochmal eine Frage. Es ist ja ein sehr heiß diskutiertes und viel diskutiertes Thema. Wie sieht es denn bei Ihnen wirklich mit aus? Inwiefern nutzen Sie heute schon einen digitalen Zwilling, beziehungsweise ist es bei Ihnen mit im Gespräch? Haben Sie da schon ein konkreteres Bild mit dazu? Auch da würde ich ganz gern bitten, Ulf, einmal schalte mal die Umfrage frei, dass wir da noch mal ein Meinungsbild mitbekommen. Ja, Umfrage läuft. Es kommen auch schon die Antworten rein. Noch bewegt sich viel. Insofern warten wir noch mal eine Sekunde hier. Okay, jetzt scheint sich hier ein Bild abgeschlossen zu haben. Insofern würde ich jetzt mal beenden und die Ergebnisse wieder vorstellen. Das heißt, wir haben 29%, um Zustandsdaten abzuschließen. 12%, um Dokumentation zentral und elektronisch aufzubewahren, dann 41%, wir testen die Möglichkeit zunächst in Pilotprojekten und wiederum 29%, ich bin mir nicht sicher, was digitaler Zwilling ist. Oh, also in der Tat ein recht verteiltes, verbreitetes Bild an der Stelle. Das ist nicht komplett unerwartet, aber auch durchaus spannend, das nochmal so in der Bestätigung mitzusehen. Für die, die nicht wissen, was der digitale Zwilling ist, einmal nochmal im Kurz. Im Grunde geht es hierbei darum, wirklich eine virtuelle Abbildung einer realen Anlage oder Anlagen Teilen mit vorzunehmen, die sowohl Strukturinformationen wie Datenblattinformationen, aber auch Stücklisteninformationen, Ersatzteilinformationen abzubilden, die aber auch in der Tat zu kombinieren mit Funktionalitäten basierend auf Live-Daten. Das kann sein so ein Condition Monitoring, das kann Simulation sein, das können aber auch so die klassischen Predictive Maintenance, Predictive Quality-Fälle mit sein. Sprich, es ist ein Kernpunkt für viele verbindende Prozesse an der Stelle und ein Thema, was auch im Rahmen der Digitalisierung, der Fertigung halt sehr weit mit oben steht und ein sehr wichtiges Zukunftsthema auch damit ist an der Stelle. Gut, wir gehen mal weiter, nachdem wir jetzt grob einmal über unseren digitalen Zwilling geschaut haben und ein bisschen Vorrede jetzt gemacht haben, wollen wir mal wirklich mit reinschauen, wie geht es weiter, was werden Sie gleich im Folgenden mit sehen? Ich hatte ja versprochen, wir schauen wirklich in einen Live-Prozess mit rein und gucken uns an, wie kann ich das Ganze so an der Stelle mit aufsetzen und verbinden. Das Ganze wird einmal über den ganzen Prozess mitgehen. Sprich, wir starten vorne im Bereich der Auftragsplanung, werden wirklich einen Auftrag einplanen über einen Planungsdashboard. Ich habe Ihnen mal die kleinen Screenshots damit in die Folie gemacht, damit Sie sich ein bisschen besser orientieren können. Wir gehen dann in die Fertigung mit rein. Das heißt, wir werden auch unsere Anlage, das ist hier eine Roboteranlage, wir haben das ganze Kind mal Verpackanlage getauft, wirklich ein kleines bisschen mal mit beobachten bei der Arbeit. Was werden wir da sehen? Es gibt quasi oft
direkt neben dem Roboter auf der rechten Seite einen Materialvorrat aus verschiedenen bunten Würfeln. Jede Würfelfarbe steht letztendlich für einen Materialtyp. Das heißt, wir haben auf unserer volatilen Anlage, die ist auch so flexibel, natürlich verschiedene Produktvarianten mitzufertigen, was durch die Farben mit da ist. Die Farben werden geprüft, auch im Farbsensor. Gegebenenfalls wird sich für Ausschuss mit entschieden, wenn es nicht an der Zeit ist, diese Farbe mitzuproduzieren. Und am Ende geht das Würfelchen dann über ein Laufband durch die Lichtschranke. Passiert der Würfel erfolgreich die Lichtschranke, ist es ein fertiges Material, ist ein Gutteil mit entstanden. Sodass wir da ein schönes, einfaches Beispiel haben, aber für ein sehr reales Produktionsszenario mit gemixten Aufträgen. Für das ganze Thema der Fertigung selbst, wir gucken natürlich nicht die ganze Zeit dem Roboter mit zu, sondern werden auch das ganze Thema Live-Auftragsfortschritt uns mit anschauen. Da haben wir in der Tat meinen anderen Board auch mit vorbereitet, damit wir die Frage, wo stehe ich denn jetzt, sauber mit beantworten können. Auch das ganze Thema Rückverfolgbarkeit werden wir uns natürlich im System nochmal einmal live mit anschauen. Das haben wir direkt über unser SAP MES mit verknüpft. Und gucken zu guter Letzt in unser Bindeglied mit rein und unseren digitalen Zwilling, schauen uns da mal die Daten an, die Informationen, die wir damit aufgesammelt haben. Wie Sie vielleicht schon an den verschiedenen Screenshots sehen, die ich jetzt hier auf der Folie auch mit dargestellt habe, die sehen alle ein kleines bisschen anders aus. Woran liegt es? Es ist wirklich hier ein hybrides System, ein hybrider Ansatz aus unserem klassischen MES für die Fertigung, das vermutlich einige oder vielleicht sogar viele von Ihnen sogar schon im Einsatz haben aktiv. Es ist eine Verbindung mit dem MES, mit unserem digitalen Zwilling, was über das SAP Asset Intelligence Network mit abgedeckt ist an der Stelle. Und wir haben diese Zusatzfunktion, wo wir genau die Verbindung gemacht haben aus MES-Funktionalität, aber auch digitaler Zwilling-Funktionalität. Das sind unsere Dashboards für Planung und Auftragsfortschritt. Hier haben wir ja wirklich innovative Add-on-Funktionalitäten zu unserem MES-Prozess. Das sind Dinge, die haben wir wirklich im Sinne der SAP gesagt, Erweiterungsprozesse für digitale Innovationen, für bestehende Prozesse. Dafür ist die SAP Cloud-Plattform mit da, sprich auch diese Dashboards sind genau dort auf dieser Cloud-Plattform als Digitalisierungszusatz-Innovationsbooster mit abgedeckt. Gut, soweit zur Vorrede. Jetzt wird es endlich Zeit, mal live mit reinzuschauen in das ganze System. Und wir fangen an, etwas zu produzieren. Damit es ein bisschen einfacher ist von der Navigation, haben wir uns mal so eine Fiori Launchpad Portalseite mit eingerichtet. Das ist jetzt hier unser Startpunkt. Wir starten zuallererst mal in unseren Planungsprozess mit rein, schauen auf unser Planungs-Dashboard mit hier mit drauf. Sobald das dort ist, erzähle ich Ihnen einmal kurz, was wir mit sehen. Das heißt, wir haben natürlich ein Stück weit hier eine Kalenderansicht mal einmal mit integriert, damit wir sehen können, was geplant ist. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Unser Auftrag hat natürlich unsere Maschine hat natürlich eine Auslastung über den Tag hinweg. Wir haben schon angefangen, etwas mit zu produzieren. Die Maschine läuft aber nicht durch. Wir haben keine kontinuierliche Produktion, sodass wir halt immer auch gucken müssen, wo der Status ist. Aber auch hier sehen wir die erste Verbindung aus Auftragsperspektive und wirklich Asset-Perspektive, Maschinenperspektive, wo wir direkt rein integriert haben. Wie sind so die Zykluszeiten? Was sind Ausschussraten? Was ist die Remaining Useful Life? Klare Kenndaten der Maschine. Wie sieht es jetzt gerade aus? Wie läuft sie? Was wir jetzt natürlich tun wollen ist, wir wollen einen Auftrag planen. Unser Kundenauftrag ist reingekommen. Unser Kunde hat gesagt, ich möchte jetzt unbedingt rote Klötzchen haben. Braucht davon jetzt 30 Stück. Und wie das natürlich so ist, er will es heute mit haben. Und schaue dann da mal mit rein, wie das ist. Kann ich das mitmachen? Jetzt haben wir das natürlich das Glück, dass wir hier in dem Fall sogar bei einer normalen Planung sagen können, ja, wir haben noch genug Kapazität auf unserer Anlage, weil sie erstmal im Low-Power-Modus mitläuft. Wir könnten das auch so mitmachen. Was wir aber hier natürlich auch mit zeigen wollen, ist genau dieses Thema Integration zu unserer Simulation. Das heißt, hier kommt das Spiel mit der künstlichen Intelligenz wieder mit hinein. Wir stellen uns jetzt die Frage, okay, stellen wir uns vor, wir könnten es jetzt nicht machen, weil wir schon so ausgelastet wären. Dann wäre natürlich die Frage, könnten wir es tun, wenn wir die Anlage schneller laufen lassen?
Dann sagen wir doch einfach mal, wir lassen die Anlage ein bisschen schneller mitlaufen. Ich versuche es mal jetzt in der Tat ein kleines bisschen mit zu übertreiben hier an der Stelle und wir simulieren das Ganze mal mit durch. Unser KI-Algorithmus fängt an zu rechnen und gibt uns dann wirklich die Infos zurück. Okay, Zykluszeit. Ja, wir könnten massiv schneller werden von 18,59 auf 8 Sekunden. Es könnte uns helfen. Wir hätten sogar das Glück, der Ausschluss dürfte soweit gleich bleiben. Aber wir sehen natürlich, es hätte auch unsere Remaining Useful Life, dadurch, dass wir die Anlage so stark beschleunigen, enorme Auswirkungen an der Stelle. Wir haben allerdings Glück, all das, was an Teile vorher fertig werden würde, müsste, könnten wir vorher noch mit schaffen, sodass uns kein Ausfall droht, auch wenn wir die Anlage jetzt mit beschleunigen würden. Und wir lassen das Ganze jetzt in der Tat einfach mal mit durchproduzieren und planen den Auftrag so unter den Bedingungen mal mit ein. Wir kommen jetzt dann quasi zum nächsten Schritt von unserer Fertigung. Das heißt, ich hatte ja gesagt, wir schauen uns mal ein kleines bisschen die Fertigung mit an. Da haben wir mal den Live-Video-Stream auf unsere fleißige Anlage mit vorbereitet. Die befindet sich jetzt gerade noch im Kalibrierungsmodus. Sie kennen sie aus ihrer eigenen Welt. Erstmal wird die Anlage gerüstet. Teilweise macht sie ja eine Selbstkalibrierung, bevor sie anfängt mit zu arbeiten. Auch das haben wir hier. Und der Roboter greift entsprechend zum Materialvorrat, greift sich dann die jeweiligen Teile und beginnt mit der Auswertung. Im Hintergrund sehen wir auch im Grunde unser Endonboard schon. Das heißt, wir haben unsere kleine Werkzeuge mal mit vorbereitet. Da ist auch unser Live-Auftragsfortschritt soweit schon mal mit da. Wir dürften jetzt sehen, ich sehe gerade auf dem Endonboard haben wir in der Tat alle drei Farben aktiviert. Es gibt also gerade keinen Grund für Ausschuss. Haben wir Glück gehabt, können wir gut mit durchproduzieren, also werden alle wirklich gerade mit durchgewunken und in unsere Gutmaterialkiste mitgepackt. Weil das Zuschauen bei der Arbeit anderer ja immer so schön ist, schauen wir dem Ganzen noch einmal ein paar Sekündchen mit zu und dann gehen wir mal weiter mit in der Story. Okay, ich könnte dann in der Tat zwar teilweise stundenlang zuschauen, weil es irgendwie was Beruhigendes mit hat, aber wir wollen ja nicht Ihre Zeit verschwenden, also machen wir an der Stelle weiter. Wir schauen mal ein kleines bisschen rein in unser Onboard. Auf dem Videobild war es zwar schon mal mit zu sehen, aber auch hier sehen wir nochmal genau diese Verknüpfung aus Live-Daten und auf geplanten Aufträgen. Ich will Ihnen das Ganze nochmal einmal in Groß mit zeigen, damit Sie es einfach besser mit erkennen können. Werden wir gleich mit sehen. Relativ klassisch das ganze Thema, was habe ich gerade in Bearbeitung? Wie ist der Fortschritt des Ganzen? Aber auch, was wartet am Ende noch? Natürlich will ich auch wissen, was fertig ist. Das heißt, da schauen wir gleich mal einmal mit rein. Ich sehe, meine Internetleitung ist stark belastet durch die ganzen Videostreams, die wir hier erfahren. Genau, nichts Überraschendes. Wir sehen ganz klar, was ist in Bearbeitung, wo stehen wir. Wir sehen aber auch gleich in der Indikation, sind wir noch in unseren ursprünglich geplanten Daten. Können wir den Auftrag so wie geplant mit abschließen? Wir sehen schon, ja, der erste ist nach Plan zwar gestartet, wird aber nicht fertig nach Plan. Der zweite sieht ganz schlecht mit aus. Der dritte, der jetzt hier mit läuft, der sieht soweit noch mit ganz gut aus. Und ich glaube, wenn wir mal gucken, dadurch, dass hier noch Aufträge halt vorher mit drin waren auf der Anlage, unseren roten Auftrag, den wir gerade eingeplant haben für unseren Kunden, der auch vielleicht unser Chefauftrag sein kann, der klassische, der wartet sogar noch, aber da haben wir auch noch eine Chance, das Ganze soweit zu schaffen. Gut. Schauen wir dann mal in den letzten Schritt des Ganzen mit rein. Nee, stimmt ja gar nicht. Wir haben uns noch gar nicht das Thema Traceability angeschaut. Wir müssen natürlich auch noch einmal auf unsere Traceability schauen. Und sehen jetzt hier in der Tat einmal so einen Production Operator Dashboard aus unserem MES heraus. Wir sehen auch, was sind quasi die ganzen Einzelteile. Ich hatte ja vorhin versprochen, wir machen Einzelteil-Traceability, die jetzt im Arbeitsvorrat für unseren Roboter mit sind.
Weil es ein fleißiger Roboter ist, sind es auch in der Tat auch relativ viel und können dann wirklich für jedes Teil hier sauber, weil es durchintegriert ist, entsprechend von unserer Anlage reinschauen in die Reports, unsere Traceability mitprüfen. Wir sehen hier also auch unsere Auftragsfortschritte. Aber das, was halt viel spannender und relevanter mit ist, ich kann dann pro einzelnes Teil reingehen, kann schauen, was ist damit passiert, welche Aktivitäten sind durchgeführt worden, welche Daten sind mit erfasst worden. Sprich, das, was Sie teilweise aus manuellen Prozessen mitkennen, geht, machen wir natürlich auch an der Stelle mit dem automatischen Prozess. Denn gerade auch im Bereich der Variantenfertigung, um eine saubere Fehleranalyse, Produktanalyse, Nachverfolgbarkeit machen zu können, brauche ich all diese Informationen. Von daher auch das ist da an der Stelle drin. Und zu guter Letzt, jetzt ist das, wo ich fast voreilig hingesprungen wäre, müssen wir natürlich auch nochmal hineinschauen in unsere Perspektive. Asset selbst, digitaler Zwilling, die Verbindung aus den IoT-Daten und unserer künstlichen Intelligenz. Und wie vorhin schon mal einmal versprochen, machen wir das in der Tat über unser SAP Asset Intelligence Network als Home of the Digital Twin am Ende. Für die, die das Tool so noch nicht mit kennen oder in Berührung mitgekommen sind, was ist die Idee dahinter? Die Idee ist es wirklich, eine Art Facebook für Maschinen mit zu schaffen. Sprich, es sind nicht nur jede Einzelnen, die es benutzen, die die Daten mit reinfügen, sondern ich teile meine Daten. Wenn wir uns vorstellen, ich kaufe meine Anlage bei irgendeinem Hersteller, der kauft seine Teile wieder bei Komponentenherstellern, habe ich hier eine Lieferkette und brauche natürlich zu der Anlage selbst, aber auch zu den Anlagenkomponenteninformationen. Und ich könnte das natürlich alles selbst abtippen, dann werde ich wahnsinnig. Oder aber ich fange an, wirklich sinnvoll meine Geschäftspartner über das Netzwerk mit zu involvieren. Sprich, hier ist der tiefe Gedanke dahinter, dass sich über die Zeit immer mehr Geschäftspartner zusammenschließen werden, ihre Daten miteinander teilen werden, aber auch die Werte der Daten miteinander teilen werden. Sprich, Informationen zu Gesundheit, zur Nutzung der Anlage, zu Live-Daten, um gemeinsam Prozesse zu verbessern und Anlagen zu verbessern. Das ist hier die Grundidee des Ganzen. Das heißt, hier habe ich auch meine Abbildung des digitalen Zwillings. Ich will nicht zu tief in die Details von der Lösung mit einmal reingehen. Da haben wir morgen auch noch mal eine separate Session, wo Sie in der virtuellen Messe mitschauen können. Wir wollen hier heute nicht in Struktur oder Datenblätter reinschauen, Dokumentation reinschauen. Wir springen direkt mal in den Bereich des Monitorings, sprich schauen in unsere Live-Datenverknüpfung mit rein. Was sehen wir zuallererst? Das Ganze ist natürlich ein Stück weit nach Prioritäten geordnet. Meine allererste Priorität im Tagesalltag ist, habe ich Probleme? Sprich, hier sehe ich meine Alarme. Wir sehen schon mal, er ist für uns heute früh in der Vorbereitung schon mal ein Alarm mitgelaufen bei der Kalibrierung, aber ein Glück war der nicht weiter mit schlimm. Wir waren sogar an der Stelle mal ein bisschen frech und haben geschummelt, haben den Alarm nicht mit behoben. Und schauen jetzt mal auf unsere Indikatoren rauf. Unsere Indikatoren sind hier wirklich unsere Live-Werte in Form von Live-IoT-Daten zu unserem Asset, aber auch berechneten Daten und auch simulierten Daten. Sprich, unsere Liste startet wirklich mit den Kennzahlwerten. Wir sehen hier oben unsere Remaining Useful Life. Wir haben den Roboter zwischendrin offenbar so langsam mitgefahren, dass die Remaining Useful Life noch sehr, sehr hoch mit ist. Noch gar keine neue Absolutnutzung mit eingetreten ist. Unsere Ausschussrate wird auch soweit immer besser. Wir sehen aber auch wirklich Informationen aus unserem Prozess heraus. Wie läuft der Roboter mit welcher Geschwindigkeit? Was sind Zykluszeiten? Sodass wir halt durch die Verknüpfung unserer Anlage mit diesen Live-Informationen ganz klar einen Überblick schon im Schnellverfahren halten. Wie geht es dem Ganzen? Geht es dem gut? Geht es dem schlecht? Wie stehen wir mit da? Sie sehen zum Beispiel, eine Förderbahn läuft relativ langsam. Wir könnten unseren Prozess noch viel weiter mit beschleunigen, könnten noch schneller mit produzieren. Den Roboterarm, da geht auch noch was, sind wir auch noch im Normalbereich. Daher haben wir auch noch keine verstärkte Abnutzung und sind noch nicht in irgendeinem Warnbereich. Sprich, das sind wirklich Dinge, wo ich auch nach Warnungen mit drauf fahren und verknüpfen kann. Und abseits von diesem ganzen Thema, wie geht es dem jetzt im Allgemeinen, habe ich natürlich Fragestellungen auch in Richtung Optimierung meiner Anlage, Optimierung der Prozesse. Hier habe ich natürlich auch ein Stück weit direkt eine Live-Visualisierung des Ganzen mit drin, damit ich mir das grafisch auch anschauen kann.
Ich habe jetzt mal einmal mit reingezoomt auf meine Favoritenparameter, sprich unsere Kennzahlparameter, Ausschussrate, durchschnittliche Zykluszeit, Remaining Useful Life, weil das jetzt mal die Kennzahlen sind, die wir hier wirklich haben in der Berechnung von Simulation und Live-Daten, die uns den Zustand mitgeben. Und wir sehen halt sehr schön, Anlage läuft und während die Anlage läuft, wir produzieren Gutteile. Wir hatten es ja vorhin gesehen, nichts ist aussortiert worden, unsere Ausschussrate sinkt, unsere Remaining Useful Life bleibt stabil. Das heißt, auch da haben wir keine übermäßige Abnutzung der Anlage, Ausfälle drohen soweit erstmal nicht. Und da wir die Anlage etwas schneller mit haben laufen lassen, sinkt auch unsere durchschnittliche Zykluszeit. Und daher könnte man aus dem Bild jetzt ganz schön sagen, wir haben erstmal alles soweit gut und richtig mitgemacht und können gut dabei mit produzieren. Wenn ich wollte, könnte ich natürlich jetzt viel mehr noch analysieren, mir Grenzwerte anschauen und so weiter und so fort. Das würde aber hier und heute ein kleines bisschen unseren zeitlichen Rahmen mitsprengen, sodass ich da erstmal im Webinar jetzt darauf mit verzichten würde. Gut, so viel erstmal zum ganzen Thema der Live-Demo. Bevor wir zum Thema der Fragen mitkommen, das ganze Thema, wie kann ich so einen digitalen Zwilling mit nutzen? Wie sieht auch die Anlage der Zukunft mit aus? Sie kann nicht nur simulieren, sie ist nicht nur IoT-technisch angebunden, ist ein anderes Thema, auch das ganze Thema Pay-per-Use. Auch da haben wir nochmal was mit vorbereitet, weil wir feststellen, okay, Pay-per-Use ist auch in aller Munde. Allerdings weiß noch nicht jeder, wie kann man damit umgehen und wie kann sowas in der Realität aussehen. Sprich, auch da werden wir nochmal in einem ähnlichen Setup am 10. Juni das Ganze mit zeigen, wie kann ich Pay-per-Use im Maschinenbau mit realisieren, auch basierend auf unserem Demo-Szenario hier an der Stelle, wie kann ich also statt der Anlage zu kaufen oder 0,4 Anlage zu kaufen, auch Pay-per-Use-Modelle nutzen, um sinnvoll Volatilität abzudecken. Und das ist auch in der Tat schon meine Erinnerung an der Stelle, dass wir in die Fragerunde mit reingehen. Das heißt, die werden wir jetzt gleich einmal mit eröffnen. Zwei Möglichkeiten möchten wir Ihnen natürlich mit anbieten. Der Herr Kottich hat es vorhin schon mit gesagt, wenn Sie jetzt festgestellt haben, oh, das ist ein Thema, da habe ich ein bisschen mehr Fragen dazu oder ein bisschen größeres oder würde mich gerne einmal ruhig mit Ihnen oder Ihren Kollegen mit unterhalten, können Sie natürlich sehr, sehr gerne die Online-Sprechstunde mit nutzen. Für alles, was Ihnen jetzt direkt an Fragen mit auf der Seele brennt, ganz klar einmal die Bitte rein mit in den Chat. Formulieren Sie da gern Ihre Frage mit hinein. Wir werden gleich einmal in großer Runde für alle darauf antworten dann. Ja, super, vielen Dank. So, damit